Geh mir nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Album-Review. Sind da draußen irgendwelche Bloodbound-Fans? Ja? Dann habe ich ein Leckerli für euch, nämlich das neue Album, das es jetzt hier geben wird. Shadow Quest mit ihrem Album Gallows of Eden kam mir unter. Ich weiß gar nicht mehr wie, ich habe auf YouTube irgendwie ein Video gefunden, ich weiß aber nicht mehr, ob mir das einfach nur random angezeigt wurde oder was das, dann hör mal rein. Auf jeden Fall dachte ich, ich höre nicht richtig, denn die Stimme kennst du doch, ne? Kurze Recherche und schon war das Ding so gut wie gekauft. So, Shadow Quest kommen aus Schweden und haben sich 2013 formiert, machen Power Metal, ich würde eher sagen fast symphonischen Power Metal und haben jetzt mit Gallows of Eden hier ihr zweites Album am Start. Es gab 2014 drei Singles und dann gab es Armored for Pain 2015 als erstes Album, die ich mir noch nachrüsten muss. Und dann kam halt die Single Gallows of Eden letztes Jahr. Wann denn überhaupt genau letztes Jahr? Moment. November letzten Jahres und dazu kam dann jetzt das ganze Album. Es kann sogar sein, dass ich diese Single vorab schon gehört habe und mir die Band dann notiert hatte und mich dann freute, da ist dann das ganze Album dazu. Denn ich sammle keine Singles. Ich mag eigentlich auch keine EPs, finde ich immer so ein bisschen Geldmacherei, tut mir leid. Ja, wenn, dann will ich ein ganzes Album haben, verdammt nochmal. So, und dann habe ich mir jetzt die Gallows of Eden geholt und jetzt komme ich hier zum Review. Die Band setzt sich zusammen aus 6 Leuten. Da haben wir Jari Kainulainen am Bass seit 2013. Der ist auch aktiv bei Geschichten wie Masterplan. Er war bei Symphonia, die mir auch bekannt sind. Oder bei Kotipelto, sind ja auch etwas bekannter. Stratovarius war sogar dabei. Evergrey war dabei. Ja. Ja, der ist seit 2013 dabei. Dann seit 2013 ebenfalls. Also sind eigentlich alle seit 2000. Das ist die gleiche Besetzung hier immer noch. Ronny Miljanovic, dass das richtig ausgesprochen war, am Schlagzeug. Ja, von den Bands Chromonic, Raging Fate, Saint Demon ist mir bekannt, Dionysos ist mir bekannt, Synergy ist mir bekannt, Sartornin ist mir jetzt nicht bekannt. Gut. Dann haben wir Peter Huss an der Leadgitarre. Der ist bei Shining unterwegs. Was ist denn Shining? Eine Band, die heißt wie ein Stephen King-Film. Oh, ist Black Metal. Ja, okay. Dann nehmen wir uns doch mal einen Black Metal-Lead-Gitarristen dazu. Ja, auch die anderen Bands, wo der war, kann ich jetzt nicht weiter. Gut, dann haben wir hier Ragnar Widerberg an der Rhythmus-Gitarre von Witherscape und Witchcraft, die ich auch beide nicht kenne. Und wir haben Kaspar Dahlquist am Keyboard von der Band Nation, von Exilium, die kenne ich. Treasure Land ist eine Progressive Power Metal Band, die kenne ich auch. Sehr gut auch Stormwind, Dionysos und Ride the Sky, der ist bei guten Bands unterwegs gewesen. So, und letzten Endes Sänger Patrick J. Patrick oder wie auch immer Patrick Sennaby, das ist der Sänger von Bloodbound. Und da hörst du halt sofort, du hörst deine Stimme halt sofort raus. Du hörst sofort, oh, das ist doch der Sänger von Bloodbound, ne? So, und das war für mich dann auch Kaufgrund und vor allem dieser Titeltrack, der ja auch vorab veröffentlicht wurde. Aber dazu dann gleich noch mehr. Erstmal zur Optik. Wir haben hier ein recht klassisches Covermotiv, ja. Der Ritter in der Landschaft, ja. Tausendmal gesehen bei Hammerfall und Co., sag ich jetzt mal. Aber es ist schön gezeichnet. Hat eine etwas bedrückendere Stimmung. Man hat sich jetzt hier nicht für knallig rote Farben oder so entschieden, mit Feuer und Drachen und Vulkanen, sondern es ist ja eher, ja, herbstlich-winterlich irgendwie, so ein bisschen, ne? Oder ja, mit Tod und so, mit toten Köpfen und so, ne? So, hinten drauf haben wir einen Baum, der gerade Blätter verliert oder so. Ja, und hinten ein paar Vögels, die da rumfliegen. Jetzt habe ich mal gesagt, rumvögeln. So, und dann haben wir hier die Auflösung der Titel. Ja, ist okay. Mal kurz gut lesen. Oh, und die Hülle ist kaputt. Wie habe ich das denn geschafft? Ich kotze. Na, ich habe noch genug Ersatz, sonst ist es ja nicht. Ja, dann kann ich das nochmal einzeln machen hier. Ne? Hier haben wir das Labelprint. Oh, ich könnte mich schon aufregen. Das ist doch gerade eben noch nicht so gewesen. Ich habe doch gerade eben gehört, die CD. Fuck. Darunter ist gar nichts. Nur so grau oder so, ja, so graumeliert so ein bisschen, ne? So wie Stein oder so. Das Labelprint zeigt halt nochmal den Baum, der hier auf dem Backing-Cover zu sehen ist. So, hier haben wir das Booklet. Das hole ich jetzt mal eben raus, wenn es mir gelingt. Ja. Und da haben wir hinten drauf die nochmal die Lyrics, die einzelnen Songtexte und dann darunter immer, wer es denn geschrieben hat, ne? Music und Lyrics. Und innen drinne haben wir die Lyrics selbst. Immer mit so, ich weiß ja nicht, ob die Namen haben für ihr Maskottchen. Hier, also immer mit so ein bisschen Bilder. Das ist gut gemacht. Gefällt mir ja immer gut, wenn man sich die Mühe macht, dann noch so ein bisschen
Motive mit reinzubauen in das Ganze. Finde ich immer gut. Kann ich nur loben, sowas. Ja. Das gibt halt dann ein bisschen. Es ist ja nicht so monoton und nicht so stumpf. So. Weiß ich nicht. Ich mag das. Ja, ich hätte mich für verrückt, ist mir egal. Ob der jetzt hier einen Namen hat, ob das irgendwie eine Art Bandmaskottchen ist, keine Ahnung. Das ist mir nicht, habe ich nicht rausfinden können. So. Hör dir kaputt. Großartig. Bin begeistert. Kommen wir zum eigentlichen Kern des Ganzen, nämlich zum Inhalt, nämlich zu den Songs. Das Ganze beginnt mit The Avenger. Wir hören erstmal einen spitzen Schrei des Sängers und dann geht's rein mit Speed Metal Riffing. Also sehr schnelles Tempo und wir hören dann halt auch die tolle Stimme des Sängers. Wir haben einen mehrstimmigen Chorus-Refrain, der strophenhaft umgesetzt ist und auch ganz okay. Ja, es gibt hier allerdings bessere Refrains, muss ich dazu sagen. Der Song hat auch einen stampfenden Mittempo-Mittelpart, so ein bisschen zum Solo hin. Ist ein guter Opener. Ja, dann kommt Titans of War. Der beginnt mit einem sehr schönen Riff, so im Double-Bass das Ganze dann auch in den Strophen. Die erste Strophe zumindest ist sehr hoch gesungen. Er schreit hier fast wie Rob Halford persönlich. Ja, das konnte er ja aber auch bei Bloodbound schon sehr gut. Und das, also die Range, die der Sänger von Bloodbound hier anwendet, ist sehr. Er variiert sehr viel und das gefällt mir gut, weil er alle, wie sagt man, Tonlagen wunderbar meistert. Ja, so. Der Refrain von Titans of War ist dann auch das erste Mal, da kannst du wirklich sagen, okay, das könnte jetzt auch 1:1 ein Bloodbound-Song sein. Strophenhafter Refrain mit mehr Text und mit der entsprechenden Melodie und dann auch dieses mehrstimmige. Das ist einfach, Titans of War ist eine schöne, treibende Heavy-Metal-Power-Metal-Hymne. Ja? Dann kommt Gallows of Eden, der Titeltrack. Ich verlinke euch unten einen Videolink zu diesem Song, weil es ist auch tatsächlich das für mich persönlich das Highlight des Albums, denn ich liebe derartige Songs. Das Riff ist so ein bisschen Accept meets Hammerfall, ja, vom Stil her. Es ist ein geiler Mid-Tempo-Stampfer, auch in den Strophen. Der Refrain hat einen klasse Ovum-Effekt, dieses Gallows of Eden in Verbindung mit diesem Riff, mit der Hook des Riffs. Großartig, finde ich. Es ist ein astreiner Titeltrack mit einem sehr tollen Chorus-Solo und einem Oh-Wow-Chorus gegen Ende auch noch so. Wow, ne? Das mag ich ja sowieso immer gerne, das gibt dem Ganzen noch so einen kleinen Höhepunkt im Stück. Großartiger Song. Wenn nicht sogar einer der besten und epischsten Songs dieses Jahres für mich persönlich. Ich liebe solche Nummern einfach. Ja. So, dann haben wir hier Guardian of Heaven. Das ist direkt das nächste Album-Highlight. Erstmal beginnt das im Intro direkt mit einem Chor. Der singt Glorious Victorious. Und diese Passage könnt ihr euch merken. Die kommt nämlich 1000 Mal während des Songs. Der Song bewegt sich stilistisch eher im Halloween-Stil. Schnelle Halloween. Ja, und diesen, wie gesagt, Glorious Victorious Chor haben wir auch während der Strophe immer mal. Und es ist richtig geil eingebunden. Es macht richtig Spaß, das zu hören. Hier haben wir wieder einen mit mehr Text eingebundenen, strophenhaften Refrain, der auch sofort an Halloween erinnert. Von dieser Melodik her, ja. Wobei ich dazu sagen muss, ein Song wie Guardian of Heaven haben Halloween bestimmt schon seit 10 Jahren nicht mehr geschrieben. Oder länger. Also seit den letzten 4, 5 Alben gehe ich so weit, so. In der ganzen Deris-Phase nicht, ja. Ja, doch, doch. Die Anfangsphase war noch ganz, ja. Aber sie kriegen es nicht mehr hin, so dermaßen mitreißende Dinger, weiß ich nicht. Finde ich, fehlt da so ein bisschen. Also ich habe ja die Gruß geht raus an dich, Thomas, das aktuellere Album, was mir ja noch gefehlt hat, da hast du mir ja geschenkt. Ich bin damit immer noch nicht warm geworden. Sie ist gut, das ist guter Heavy-Power-Metal, keine Frage, aber es bleibt bei mir kein Ohrwurm zurück. Dann eher Guardian of Heaven von Shadow Quest. Ja. Gut, dann haben wir Armageddon, Stück Nummer 5, beginnt mit einem epischen Intro auf Wow, Wow, Wow Choral. Ja. Dann geht es rein in den Song, sehr hohe Geschwindigkeit in den Strophen. Wir haben auch hier wieder einen strophenhaften Refrain. Dieses Mal allerdings singt der Sänger das komplett allein. Dadurch ist es nicht wirklich mitreißend, das Ganze, muss ich sagen. Es gibt allerdings einen melodischen Mittelpart mit einem Gitarrensolo, das dann wieder dafür ganz gut entschädigt. Stück Nummer 6 ist Dr. Midnight, bewegt sich in treibendem Tempo. Und hier haben wir den nächsten sehr stark an Halloween angelehnten Titel, vor allem auch vom Riff her. Und das trifft auch auf die Strophen zu und den Refrain. Wieder ein schöner, ja, Halloween-artiger Titel, aber ich möchte ihn hier in dem Fall vergleichen eher mit den rockigeren Halloween-Titeln. Wisst ihr, wie ich das meine? Ja, also Dr. Steen möchte ich jetzt gar nicht sagen, weil er jetzt hier Dr. Midnight heißt. Eher,
Ja, vielleicht auch eher Gamma Ray, so ein bisschen auch Gamma Ray, die rockigeren Sachen so. Ne? Naja, könnt ihr ja selber hören. So, wenn ich finde, dann verlinke ich euch unten auch noch eine Album-Playlist. Ihr findet sie bestimmt auch selbst. Ihr seid ja nicht dumm, ne? So, dann kommt Stück Nummer 7, Reborn. Beginnt erstmal mit einer Kirchenorgel im Intro. Dann geht's rein, schleppen, stampfender Rhythmus, ne? Geile Riffs dazu. Die Strophen sind halt im Mittempo. Der Refrain selbst ist noch ein bisschen langsamer umgesetzt und auch wieder allein gesungen. Dabei habe ich mir bei Reborn eigentlich vom Aufbau des Songs her, gerade beim Refrain, so eine richtige Hymne gewünscht. Das ist richtig so, ja, was für ein epischer Chorus. Und dann ist das dann eher dann doch nicht so. Das war so ein bisschen Letdown, ja. Es gibt einen balladesken Part, in dem dann auch das Gitarrensolo stattfindet. Das fand ich eigentlich auch ganz nett. Ja, da wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen. Aber es ist trotzdem ein geiler Song, soundmäßig, ja. Also kann man jetzt nicht meckern. Mir fehlt aber so ein bisschen da. Dieser Höhepunkt, sag ich mal. Dann kommt Into the Unknown, beginnt mit Double Bass und Riffs. Die Strophe, der strophenhafte Refrain ist auch da. Hat mich bei Into the Unknown aber wieder nicht weggehauen. Gesanglich muss ich hier und da in dem Song hier an Heaven's Gate denken, die ich sehr geliebt habe, diese Band. Schade, dass sie nichts mehr machen. Es ist schnellerer Titel, aber ich finde Into the Unknown insgesamt im Vergleich mit den anderen Titeln eher Standard. Ja, so. Dann kommt Stück Nummer 9, Caught in a Flame. Es ist eine solide Mittempo-Nummer, die in den Strophen und auch im Refrain am ehesten an epischere Ad-Guy erinnert, würde ich sagen. Ja, kann man, glaube ich, ganz gut. Auch vom Refrain her, ja doch, kann man sagen. Es hat mich ein bisschen an Ad-Guy, an die besseren Ad-Guy erinnert, so ein bisschen, ja. Dann kommt Stück Nummer 10, der vorletzte Titel. Bei mir ist es allerdings der letzte Titel, da sage ich mir gleich noch mehr zu. Und zwar The Kinsman Awaits. Der Kinsman Await beginnt mit einem akustischen Intro inklusive einer kleinen Strophe dabei. Die Strophen selbst, die dann dazu, als der Song richtig dann einsteigt, bewegen sich im Mittempo. Der Refrain ist ganz okay. Es gibt einen instrumentalen Mittelteil mit sehr guten Melodien, wie ich finde, und einem verspielten Solo dazu. Und es gibt noch einen Wow-Wow-Part, der allerdings nicht ganz so geil war wie zum Beispiel jetzt beim Titeltrack, aber okay, ja. Also es ist ein ganz netter Rausschmeißer, vielleicht jetzt nicht gerade der größte Ohrwurm zum Schluss. Ich mag es ja immer, wenn man sich für den letzten Titel einen Song rausnimmt, der catchy ist. Dass du aus dem Album rausgehst und immer noch so ein paar Minuten oder vielleicht sogar ein paar Stunden, je nachdem, wie eingängig das Ganze ist, noch so ein bisschen den Refrain immer noch oder die Hauptmelodie irgendwie vor dich hin tralalalierst. Wisst ihr, wie ich meine, ja. Aber gut, so. Ja, und es gibt hiervon offenbar eine andere Edition, die ich aber nicht bekommen habe. Ja, es gibt bei Amazon, oder es gab zumindest bei, da wo auch immer wir das bestellt haben, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Amazon war oder ob es irgendein anderer Shop war, ich habe die Übersicht verloren, ich kaufe mittlerweile bei so vielen verschiedenen Quellen, ich weiß nicht mehr, wo es war, aber es gab zur Auswahl nur diese Edition und es gibt noch eine andere Edition und da ist noch ein weiterer Titel drauf, aber es ist auch nur ein Bonustrack und zwar ein Cover zu Halloween's I Want Out. Könnt ihr euch auch anhören auf YouTube und sorry, ja, brauche ich nicht. Tut mir leid. Warum nicht? Das klingt fast 1 zu 1 wie das Original. Bei welchem Sinn macht dann ein Cover, das fast 1 zu 1 wie das Original klingt? Ja, drückt ihm doch einen eigenen Stempel auf. Ihr habt hier so viele mächtige Breitbandchöre und leicht symphonische Elemente sogar, möchte ich meinen, hier und da. Dann baut das doch damit ein. Oder weiß ich nicht, experimentiert ein bisschen rum, keine Ahnung. Ja, macht doch euren eigenen Stempel drauf. Aber naja, gut. Und dann auch die Songwahl. Als gäbe es jetzt von Halloween nur diesen einen einzigen fucking Klassiker, I Want Out. Der ist schon von so vielen Bands, auch bekannten Bands, gecovert worden. Ich sag nur Sonata Arctica oder Hammerfall haben sich den ja auch schon vorgenommen, den Song. Ja, wobei Hammerfall haben es sogar geschafft, ihm eine eigene Note zu verpassen, einfach durch die Stimme von Joachim Kanz. Der ist allerdings schwächer als das Original, das Cover. Ja, es ist eine eigene Note, aber du hörst halt, ja, Hammerfall ist halt nicht ganz so geil wie Halloween. Jedenfalls nicht, wenn sie so diese Richtung spielen. Hammerfall sind eben stärker in martialischen Faustdreck-Hymnen. Ne? So, ja, und naja, gut, aber gut, ja. Wieder meckern auf hohem Niveau. Also, falls euch das Album hier gefallen hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls nicht, schreibt es mir genauso gerne in die Kommentare. Ja, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, wenn ihr mögt. Ich bin durch mit dem Review zu Shadow Quest Gallows of Eden. Mir hat das Album sehr gut gefallen. Es kann jetzt nicht ganz mithalten mit der Eingängigkeit und dem hohen Ohrwurmgrad an der neuen Bloodbound-Scheibe zum Beispiel jetzt, ja. Aber mit dem Titeltrack allein und Guardian of Heaven sind für mich zwei Songs dabei, die mir so geil gefallen haben, dass ich die unbedingt in der Sammlung auch haben wollte. Ja. Gut, Guardians of Heaven habe ich jetzt erst gehört. Also ich wusste nicht vorab da. Ich habe nur den Titeltrack gehört vorher. So. Gut.
Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr als nächstes schaut. Und bis zum nächsten Mal sage ich, wie immer, farewell!